Hallo! Wir wollen gleich einmal schnell einkaufen, denn wir haben jetzt schon wieder Donnerstag, grünen Donnerstag, glaube ich. Und weil ja die Geschäfte am Wochenende wahrscheinlich alle sogar zu haben, so wie es momentan aussieht, und weil wir noch so ein bisschen was für unser Osteressen an Einkauf brauchten, wollten wir uns jetzt schnell auf den Weg machen. Es ist noch relativ früh. Und eigentlich wollte ich auch noch mal gucken, ob ich Mehl und Hefe bekomme für das nächste Brot. Allerdings, ja, ich rechne noch nicht damit, wenn ich ehrlich bin. Und ich konnte nichts davon überzeugen, dass wir noch mal ganz, ganz, ganz kurz im DM halten, weil wir so ein paar Sachen brauchen. Nein, wir brauchen unter anderem Seife und zwar ja, mehrfach. Wir haben schon mit Duschgel jetzt die letzten Male aufgefüllt und wir haben jetzt gar nichts mehr. Und ja, ich glaube, das ist ein kleines Problem. Deshalb, ja, sowas steht an. Klopapier haben wir allerdings noch genug. Und dann müssen wir einfach nochmal schauen. Ich glaube, so ein bisschen Putzzeug können wir auch nochmal wieder gebrauchen. Und da geht es jetzt als erstes hin. Und was wir auch nochmal versuchen wollen, ist einmal am Asiamarkt zu halten, falls der überhaupt auf hat. Das wissen wir gar nicht. Weil es am Wochenende nämlich ein leckeres Curry geben soll. Und dafür hätte ich gerne Panierkäse. Und den kriegen wir bei uns im Supermarkt nämlich nicht. Und deshalb geht es jetzt erstmal los. Kleine Maus ist gar nicht begeistert, die hat sich eben schon in eine Decke eingekuschelt, deshalb ist sie auch schon so zerzaust, denn es ist total doof, wenn man alleine zu Hause bleiben muss, ne Emma? Emma, ist das total blöd, wenn man alleine bleiben muss? Ja, ne? Dann muss man immer auf die Wohnung aufpassen. Aber wir kommen bald wieder, ne? Und vielleicht, wenn du Glück hast, bringen wir dir ja auch noch was mit. Das ist eigentlich immer Ansporn genug, oder? Gekommen vom Einkaufen und es ist jetzt doch ein ziemlich großer Einkauf geworden. Wir waren zuerst bei Rewe, dann bei DM und zum Schluss einmal schnell im Asiamarkt, weil wir noch so ein paar Kleinigkeiten fürs Wochenende brauchten für unser Curry. Und ich wollte euch jetzt einmal schnell zeigen, was wir haben. Ich glaube, es ist nichts Gefrorenes dabei. Ich hoffe es. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Werbung muss ich ja wahrscheinlich eh dazu schreiben, dann muss ich die Sachen nicht alle auspacken. Wir haben auf dem Balkon ja jetzt die Blümchen gepflanzt, die muss ich euch allerdings noch zeigen. Und Nils hatte letztes Jahr zu seinem Geburtstag noch ein paar Balkonkästen, Kübel, wie auch immer, bekommen. Die waren bis jetzt immer noch leer, weil wir ja nicht so unbedingt einen grünen Daumen haben, was ich euch ja schon erzählt habe. Was wir allerdings einigermaßen gut hinkriegen, komischerweise, sind Kräuter und alles, was so in die Richtung geht. So haben wir da jetzt noch mal ein bisschen was zum Aufstocken geholt und das muss ich wahrscheinlich heute noch im Laufe des Nachmittags anpflanzen. Ich gucke gerade raus auf dem Balkon. Ja, wahrscheinlich muss ich es heute pflanzen. Die Sonne scheint so doll, dass ich das auch nicht so rausstellen könnte. Wir fangen an. Ich habe einmal Basilikum geholt. Finde ich super lecker, vor allem für Tomate, Mozzarella oder für Nudelgerichte. Dann, schön, wenn das umfällt. Dann habe ich einmal Petersilie. Oh, die duftet auch noch richtig. Und Schnittlauch habe ich auch noch mal einen mitgenommen. Schnittlauch liebe ich am allerbesten. Habe ich jetzt erst neu. Finde ich ihn auf Ofenkäse. Das heißt, wenn ich mal abends keine Lust habe zu kochen oder Nils keine Lust hat oder er nicht da ist und ich deshalb für mein Essen selber sorgen muss, dann gibt es gerne mal Ofenkäse. Und mit Schnittlauch ist es richtig, richtig gut. Also passt nicht nur zu Ei, sondern eben auch da zum Käse perfekt. Und Petersilie machen wir eigentlich an alles ran. Und am liebsten irgendwie an so einem Salatdressing. Also dann schmeckt es immer noch ein bisschen frischer. Und dann haben wir auch noch mitgenommen, gleich doppelt. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das verarbeiten muss. Wenn ihr da Tipps habt, dann immer gerne her damit. Und zwar ist das Waldmeister. Oh, die Arme. Ist irgendwie schon ein bisschen abgeknickt.
Ah, es riecht richtig lecker. Gleich zweimal mitgenommen. In der Hoffnung, dass das irgendwie was wird. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt oder irgendwelche total leckeren Rezepte, dann verratet es mir gerne und dann werde ich sie vielleicht ausprobieren. Ich habe schon mal die nächste Kiste hochgeholt, beziehungsweise die nächste Tüte. Es ist, wie gesagt, wirklich ein bisschen mehr geworden. Ich versuche euch jetzt erstmal die frischen Sachen zu zeigen. Ich liebe Pilze. Ja, heute haben wir nur Champignons bekommen. War schon gut aussortiert alles heute. Ich hätte gerne noch irgendwie so Kräuterseitlinge gehabt oder Austernpilze. Gibt es im Moment noch hin und wieder beim Edeka bei uns, aber Champignons war heute das Einzige. Dafür aber gleich doppelt. Dann habe ich mitgenommen Blumenkohl und zwar für unser Curry. Da schmeckt das richtig gut drin. Und ich habe Bananen mitgenommen. Ich habe gerade diese Woche einen Bericht gesehen, wo es dann hieß, dass ja so viele Lebensmittel immer noch weggeschmissen werden und dass ein Grund dafür ist, warum so viele Bananen weggeschmissen werden, dass viele sich immer von diesem großen Bund irgendwie 4, 5 Bananen abzupfen und dann bleiben nur 1, 2 oder 3 übrig und die greift keiner. Deshalb habe ich heute explizit danach gesucht und habe einmal so eine 2er und einmal eine 3er Staude mitbekommen. Und das allerbeste, wie man Bananen isst, ist so ein richtig leckeres Brot, dann dick Nutella drauf und dann die Bananen draufschneiden, so ein bisschen Bananasplit-mäßig. Und dann habt ihr die Wahl, ihr könnt entweder Krokant draufstreuen, richtig lecker, oder aber wir haben ein Gewürz von Just Spices. Habe ich das irgendwie? Nee, habe ich glaube ich nicht mit. Das ist das Kokoskuss. Ja, Kokoskuss-Gewürz. Und da ist Kokos drin, ein bisschen Chili. Und wenn man das dann auch noch so ein bisschen auf die Banane draufstreut, richtig, richtig, richtig geil. Das schmeckt nach Urlaub. Dann auch nochmal frisch Zitronen. Brauchen wir auch fürs Curry. Dann habe ich, Ingwer auch nochmal einmal mitgenommen. Aber nur eine kleine Knolle, weil wir den für nichts anderes außer für Curry verwenden im Moment. Genau. Dann nochmal frisch sind Erdbeeren. Ich weiß gar nicht, wo die her sind. Spanien. Das sind noch spanische Erdbeeren. 2 Pakete. Es waren aber auch deutsche Erdbeeren irgendwie zu kriegen. Die waren allerdings noch echt teuer. Und eigentlich gucken wir immer ziemlich genau drauf, was wir kaufen, dass wir auch möglichst viel Bio kaufen. Aber die wollten irgendwie fürs Kilo 10 Euro und das ist noch echt viel Geld. Deshalb haben wir uns jetzt hierfür erstmal entschieden. Aber sobald es den Deutschen gibt, nehmen wir die Deutschen wieder mit. Was dann auch noch sein musste, was jetzt hier gerade nicht mehr Richtung Obst und Gemüse zählt, aber ich glaube, das ist in den anderen Tüten verteilt, sind diese Eier. Und auch da haben wir uns geärgert, weil uns nämlich erst zu Hause aufgefallen ist, dass sie aus Bodenhaltung stammen. Und wir da eigentlich auch drauf gucken. Aber da hat diesmal, glaube ich, das Auge gewonnen, einfach weil es diese bunten Eier sind. Und ich wollte die eigentlich ganz hübsch irgendwie so am Osterfrühstückstisch aufstellen. Schande auf mein Haupt. Dann haben wir auch noch Röstzwiebeln mitgenommen, weil wir mal wieder Lust auf Hotdogs haben. Irgendwo müssen auch noch die Hotdog-Brötchen sein. Ich versuche das jetzt mal hier alles auf dem Tisch abzustellen. Dann habe ich Glasnudeln mitgenommen, 2 Pakete. Und zwar habe ich letzte Woche beim Einkaufen Reispapier mitgenommen und wollte jetzt mal versuchen, da so coole Summer Rolls draus zu machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was wir da reintun können. Aber ich habe mir überlegt, ich wollte da gerne die Glasnudeln reinmachen. Ich habe noch ein bisschen Salat, vielleicht passt das. Und dann, weiß nicht, vielleicht Karottenstreifen oder Tomaten einwickeln. Ich weiß nicht. Vielleicht Pilze, vielleicht passen besser Pilze. Pilze? Ja, Pilze vielleicht. Ich glaube, da werde ich nochmal irgendwie nach einem Rezept schauen. Aber wenn ihr Tipps habt, immer gerne her damit. Dann kann ich das ja auch noch umsetzen. Dann haben wir mitgenommen unsere allerliebste Sauce Hollandaise. Gleich doppelt und mit mehr Prozenten, also mehr Inhalt. Dann sind wir gerade total auf dem Oliventrip. Und zwar die gefüllten mit Knoblauch. Und die sind so lecker. Und zwar wirklich die gefüllten. Häufig ist es so, dass in dem Glas dann einfach so ein Stück Knobi drin schwimmt. Aber hier ist in jeder einzelnen Knobi drin und es ist so lecker. Es ist wirklich, wirklich richtig gut. Und wir essen die auch immer zusammen, damit keiner von uns den anderen vollstinkt. Sollte man vielleicht vorher gut absprechen oder am besten nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber was mir gerade einfällt, wir haben auch letzte Woche beim letzten Einkauf haben wir welche mitgenommen von Aldi. Das waren so kleine Packungen. Die waren richtig, richtig gut. Ich gucke gerade auf den Tisch. Das ist das Problem, wenn man nicht selber guckt. Nils hat die eingepackt und die sind schon verschimmelt.
schade. Ich hoffe, dass das noch nicht übergegangen ist. Aber eigentlich wollten wir die Schale nutzen. Ich glaube, daraus wird nichts. Schade. Dann haben wir noch mitgenommen einmal eine Tüte Mandeln für gebrannte Mandeln. Die machen wir ganz gerne. Und auch nochmal fürs Curry Cashewkerne. Die brauchen wir nämlich auch noch fürs Rezept. So, dann habe ich auch nochmal, ich habe jetzt ausgepackt, Tomaten mitgenommen. Und zwar 3 Pakete. Das sind diese kleinen Cherry-Tomaten. Ich nehme auch sonst gerne die Datteltomaten. Kann man auch immer ganz gut snacken. Irgendwie zum Abendbrot. Entweder die Oliven dazu oder die Tomaten. Oder Peperoni, auch super lecker zu Käsebrot. Dann brauchten wir einmal neuen Knoblauch. Und den anderen kriegen wir eh immer nicht aufgebraucht. Deshalb holen wir den mittlerweile gerne einzeln. Dann habe ich, juhu, endlich Hefe bekommen. Ich habe Hefe bekommen. Ich war so stolz. Wir waren, glaube ich, in einem Supermarkt mehr noch. Oder so ein kleiner, ja, so ein Tante-Emma-Laden eher. Wahrscheinlich wussten die Leute nicht, dass die auch Hefe haben. Und wir haben seit 2 Wochen bestimmt schon keine Hefe mehr bekommen. Und ich brauche die so dringend zum Backen für mein Brot. Deshalb habe ich mir die gleich gesichert. Und ich wollte mal gucken, vielleicht kriege ich das hin, die nachzuzüchten. Meine Oma hat mir verraten, dass ich die irgendwie in Wasser auflösen muss und dann mit ordentlich Zucker über Nacht stehen lassen. Und dann soll sich die Hefe wahrscheinlich genug teilen, dass man daraus, aus diesem einen Paket, deutlich mehr Hefe herstellen kann. Vielleicht opfere ich sie dafür, aber wenn es schief geht, kann ich halt auch kein Brot backen. Mal schauen. Dann habe ich mich tierisch gefreut, als wir bei Rewe unser Lieblingsöl wiedergefunden haben. Das haben wir nämlich bei Edeka sonst immer gekauft. Und die haben es aber vor 2-3 Monaten aus dem Programm genommen. Und zwar ist das Biskin-Butteröl. Und das ist Pflanzenöl, aber mit Buttergeschmack. Und kennt ihr das, wenn man Butter richtig schön anbrät und dann da irgendwie, früher hätte ich gesagt, ein Stück Fleisch reinschmeißt, aber wir sind jetzt seit Oktober vegetarisch, dementsprechend fällt das weg für uns, aber so schön Gemüse drin anbrät oder richtig cool den Tofu drin schwenkt oder so, dann finde ich das super lecker. Und manchmal braucht man einfach Öl und nicht immer nur die Butter und deshalb haben wir uns so in dieses Öl verliebt. Also, absoluter Tipp von uns. Dann hat Nils sich mitgenommen, ein Riesenpaket Remoulade. Ich weiß nicht, wann er das leer essen will, das ist so groß wie mein Kopf. Verrückt. Er hat nämlich diese großartige Eigenschaft, er nimmt keine Butter, er nimmt morgens Remoulade unter Veggie-Salami, unter Käse, unter, ja, so Aufschnitt generell. Und deshalb wollte er die gerne mal ausprobieren. Dann haben wir, was haben wir noch? Genau, nochmal Remoulade, aber das ist die dänische, und zwar für die Hot Dogs, genau, passend. Dann haben wir mitgenommen Milchmädchen. Das ist gezuckerte Kondensmilch, die gibt es einmal in der Tube oder aber in so einem, wie sagt man, in so einer Dose, genau, Dose. Mir reicht aber die in der Tube. Früher hat meine Oma mir die immer auf einen Esslöffel drauf gemacht und dann gleich im Mund. Heute mache ich das natürlich nicht mehr. Nein. Schmeckt gar nicht. Also, wer Zucker ab kann, aber dafür habe ich es nicht mitgenommen. Ich habe es mitgenommen zum Backen, weil ich das gerne anstatt Zucker benutze, wenn das irgendwie nochmal, ja, nochmal so ein bisschen cremigeren Geschmack haben soll, dann finde ich das immer eine ganz gute Idee. Klar, da ist auch Zucker drin, also es ist kein Zuckerersatz, sondern einfach nochmal, um eine zusätzliche Geschmacksnote reinzubringen. Super Tipp von mir. Dann haben wir mitgenommen eine neue Marmelade, und zwar von Schwartau Samt. Das ist die Limited Edition Stockholm Aprikose à la Zimtschnecke. Und Limited Edition weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben die im Herbst das erste Mal gekauft. Also vielleicht ist sie irgendwie für ein Jahr limitiert. Aber die ist super lecker und die schmeckt, sie schmeckt eigentlich sehr nach Aprikose, aber sie riecht verdammt nach Franzbrötchen. Und wir hier im Norden essen ja gerne Franzbrötchen. Und ich komme eigentlich auch aus der Nähe von Hamburg. Und so ein Hamburger Franzbrötchen, das ist schon lecker. Genau, dann habe ich ja eben erzählt, dass wir Veggie sind und dafür haben wir mitgenommen ein neues Gewürz, und zwar von Just Spices. Wir nehmen natürlich auch die Fleischgewürze noch, also sowas wie Hähnchencurry-Gewürze oder so geht auch super. Warum nicht? Es ist ja deshalb kein Hähnchen drin. Und der Witz ist, wir essen zum Beispiel gar kein Tofu, deshalb hatten wir eh nicht vor, es für Tofu zu nutzen. Aber was ist drin? Boxhorn-Kleesaat, Pfeffer, Knoblauchflocken, Paprika, Koriander, Senfsaat. Kurkuma, Ingwer und so weiter. Und es roch schon irgendwie gut. Eigentlich kann man da immer nicht so gut was dran riechen, aber so ein bisschen kommt durch. Ich hoffe, es ist nicht schon auf. Das Pech hatten wir nämlich auch schon mal. Aber
werden wir definitiv probieren. Und zwar wollen wir darin den Seitan marinieren. Der ist nämlich auch super lecker damit. Oder generell lecker mariniert. Für das Curry sehe ich gerade, haben wir noch eine letzte Sache mitgenommen. Und zwar ein fertiges Curry. Und zwar Korma, sonst nehmen wir gerne Tikka Masala. Aber irgendwie hatten wir diesmal Lust auf Kokos. Und sonst machen wir die Kokosmilch immer selber ran. Und diesmal machen wir es uns einfacher. Und deshalb kommt das mit. Und YouTube made me buy it. Ich habe es noch nie probiert, aber alle sprechen davon. Mochi Eis. Das haben wir eben im Asiamarkt gefunden. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwas haben. Nee, ich glaube. Oder doch, es ist noch eine normale Tüte. Die zeige ich euch gleich noch ganz, ganz schnell. Aber einmal schnell den Asia-Haul zwischendrin. Und zwar dieses Mochi-Eis. Was ist das mit Kokosmilch? Ich bin echt gespannt, ob das schmeckt. Ich sehe hier schon ein bisschen Wasser auf dem Tisch. Wahrscheinlich sollte ich es einfrieren. Dann haben wir mitgenommen eine Spicy Mango and Tamarind Soße. Einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung, vielleicht nimmt man das auch so zum Dippen, Stippen. Klingt aber lecker. Dann haben wir mitgenommen, auch fürs Curry, zwei Pakete Panierkäse. Hatten wir erst überlegt, ob wir den selber machen, weil es ja auch so super einfach sein soll. Allerdings haben wir jetzt auch irgendwie aufgehört, Milch zu trinken. Wir nehmen trotzdem weiterhin Milchprodukte. Das nicht, aber man stellt ja den Panierkäse weiterhin aus, oder den Panier generell aus Milch her. Und muss den halt trocknen über Nacht und so weiter. Und deshalb wollten wir es einfach doch noch nicht machen, weil wir nicht wussten, welche Milchalternative, sprich Hafermilch, Mandelmilch oder was dem am ehesten nahe käme. Und bevor wir jetzt irgendwie innerhalb der ein, zwei Tage da was fabrizieren, was uns am Ende nicht schmeckt, haben wir den nochmal mitgenommen. Und was wir auch mitgenommen haben im Asiamarkt, ist ein Paket entsteinte Datteln. Das war super günstig. Ich glaube, der Beutel hat so 2 Euro gekostet. Und die sind sonst so schweineteuer, gerade wenn man die von Seeberger kauft oder ich weiß nicht welche Marke. Die sind mindestens das Doppelte. Und wir haben schon 2, 3 im Auto genascht. Die sind echt gut. So, jetzt die letzte Lebensmitteltüte. Hier ist so ein bisschen Unfug drin. Und leckere Sachen nochmal. Wir haben einmal Orangensaft mitgenommen, dann haben wir mitgenommen, ganz wichtig, Cinni Minis. Wir hatten irgendwie Lust auf Cinni Minis. Ich weiß nicht warum, aber manchmal kommt das noch durch. Dann brauchten wir Joghurt. Ihr könnt euch bestimmt raten, wofür. Fürs Curry. auch fürs Curry noch einmal die Papadam Chips. Genau, ich glaube Chips nennt man die, ne? Sind getrocknete Linsenfladen. Ich finde die immer so lecker, wenn wir essen gehen. Oder wenn wir mal essen gehen und die dann dazu haben. Jetzt wollten wir mal gucken, ob man die auch im Supermarkt kaufen kann oder eher nicht so gut. Dann haben wir noch einmal frischen Aufschnitt gebraucht. Wir haben noch irgendwie 1, 2 Packungen eingefroren. Aber weil, das sage ich jetzt lieber gleich dazu, das natürlich kein Einkauf für das Wochenende ist oder für die nächste Woche, sondern eher für 2 Wochen und vielleicht sogar noch länger einige Sachen, haben wir noch mal ein bisschen was auf Vorrat nachgeholt, damit wir eben nicht so schnell wieder raus müssen. Genau, dann haben wir, wie vorhin auch schon gesagt, die Hotdog-Brötchen mitgenommen. Und als Nachtisch haben wir dabei fürs Wochenende, falls ich es nicht schaffe, was selber zu machen, einmal Panna Cotta Caramello. Ich wollte Camarello sagen, weil das bei uns so der Running Gag ist, anstatt Caramel Camarel zu sagen. Fragt nicht warum, ich weiß es nicht, hat sich so etabliert. Und einmal Mousse au Chocolat. Aber eigentlich schmeckt das Selbstgemachte ja auch immer besser. Und dann hat Nils noch was gefunden, was er unbedingt haben wollte. Und zwar Wassereis. Eigentlich kaufe ich immer ganz gerne das Capri-Eis oder so ein Kaktus-Eis oder so. Das finde ich ganz cool. Das hat nicht so viel Kalorien, wenn man abends nochmal Lust auf was Süßes hat. Aber er hat die entdeckt und sagt, wir müssen die mitnehmen. Also einmal 10 Stück Himbeer und das zweite ist 10 Stück mit Tropical-Geschmack. Genau. Ich schaue noch einmal. Ich glaube, das war's schon mal mit dem Food-Haul. Und ansonsten zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell den DM-Haul. Vielleicht fange ich erstmal mit dem an, worauf ich am stolzesten bin. Ich habe Mehl bekommen. Mir hat für mein Brot letzte Woche noch einmal das 1050er Mehl gefehlt und einmal Roggenmehl. Roggenmehl habe ich wieder nicht bekommen, aber zumindest das. Deshalb habe ich es gleich doppelt mitgenommen. Das braucht sich ja doch relativ schnell auf. Dann haben wir für die Küche mitgenommen einmal Zitronensäure. Das hilft einfach bei uns am besten zum Entkalken. Nehmen wir für den Geschirrspüler, für den Wasserkocher, für die Kaffeemaschine. Und auch für die Küche, genau, habe ich mitgenommen 2-mal Küchenseife. Das ist jetzt mit Limette und Minze, genau. Melisse, Entschuldigung. Limette und Melisse und Zitrone.
Okay. Riecht zumindest immer relativ frisch. Die gibt es, glaube ich, jetzt auch schon wieder ein bisschen länger. Vorher war die rote Edition, jetzt ist es irgendwie gelb. Und die finde ich ziemlich gut, weil die echt diesen Zwiebelgeruch runterholt oder auch den Knoblauchduft. Jetzt momentan haben wir dafür nochmal so eine Edelstahlseife, die funktioniert auch echt gut. Die funktioniert sogar bei Nagellackentferner. Das kriegt man ja sonst meistens auch nicht so von den Fingernägeln runter. Aber wenn es schnell gehen soll, wenn man nicht Lust hat, dreimal Hände zu waschen, dann nehme ich gerne die. Genau, und weil wir noch mehr Seife brauchten, habe ich euch ja erzählt, fürs Badezimmer habe ich da auch nochmal zwei Sorten mitgenommen aus den Limited Edition. Einmal Bella Ciao mit Pink Pomelo Duft und dann einmal Pacific Vibes mit Frangipani Duft. Die fand ich auch richtig süß und lecker. Was auch nicht fehlen durfte, habe ich euch ja erzählt, ich brauchte neues Duschgel. Obwohl von brauchen nicht immer die Rede sein kann. Ich glaube, würdet ihr Nils fragen, würde er sagen, ich brauche sie nicht. Ich glaube, ich brauche sie. Aber es kann auch sein, dass ich so ein ganz kleines Problem habe, was Duschgels und Bodylotions angeht. Aber auch nur ein ganz kleines Problem. So, also habe ich mitgenommen einmal Caribbean Feelings mit Kokosduft. Die hier fand ich richtig süß. Das ist die Creme Dusche Berries mit dem Duft von Beeren und Granatapfel. Und die ist einfach so niedlich. Hier steht nochmal, you make my heart smile. Und die Farben und ich freue mich, wenn sowas in der Dusche steht. Was ich auch noch mitgenommen habe, jetzt bin ich schon wieder gegen das Ei gekommen. Was ich auch mitgenommen habe, ist die Creme Dusche Buttermilk and Lemon. Und da wird es jemanden geben, der sich sehr, sehr, sehr darüber freuen wird zu Ostern. Weil es ihr Lieblingsduft ist und ihr Lieblingseis, dieses Buttermilch-Zitroneneis, ich glaube, das kennt ihr bestimmt. Dann habe ich auch noch einmal ein Duschpeeling mitgenommen. Zweimal. Ist ja kein Duschgel, oder? Duschpeeling, das ist kaum Coco. Und was mich davon am meisten überrascht hat oder angezogen hat, war, dass da drauf steht, das ist mit Kaffeepeeling. Und dieser Duft nach Kokos und Kaffee, der ist richtig schön sommerlich. Und so langsam habe ich keine Lust mehr auf Winter. Deshalb darf jetzt gerne der Sommer und der Sommerduft kommen. Ich habe ja gesagt, ich habe ein kleines Problem mit Duschgelen und Bodylotions und deshalb, aber auch nur, weil die so gut zusammenpassen. Ne? Also ansonsten hätte ich die gar nicht mitgenommen. Oh, ich sehe gerade, hier steht drauf, Tuba aus 50% Recyclingmaterial ohne Verschluss. Also ist der Verschluss nicht recycelt? Sehe ich das richtig? Oder gibt es keinen Verschluss? Es gibt doch einen Verschluss. Okay, jedenfalls passt gut und muss auch im Sommer sein, finde ich. Dann habe ich zweimal unsere Lieblingszahnpasta mitgenommen. Die ist irgendwie super einfach und es gibt bestimmt auch 1000 bessere. Das ist einfach die Signal Sport Gel Fresh, aber die reicht für mich oder für uns. Dann haben wir mitgenommen, genau, Gesichtsmasken. Ja, dreimal die gleiche, aber auch nur, weil Ostern kommt und die natürlich auch gut in so einem Osternest verschwinden können, die man dann suchen kann. Und zwar ist das die Maske Peach Ice Tea und für jede Haut, genau. Da freue ich mich drauf, die wird bestimmt richtig lecker duften. Wenn ihr unseren ersten Vlog gesehen habt, dann habt ihr ja auch von unserem kleinen Unfall gehört oder von Nils Unfall natürlich. Würde mir ja nie passieren, mir einen Splitter zu holen oder mich zu verletzen. In der Regel bin ich ja die Töffelige von uns, aber ich bin dann eher die gegen den Tisch läuft oder gegen die Tür. Deshalb kann man das meistens nicht mit Pflastern kleben. Das, was Nils so in der Regel veranstaltet, kann man mit Pflastern beheben. Und deshalb haben wir gleich zweimal neue geholt. Das sind die zum Zuschneiden, die so einen Meter lang sind und gewickelt. Die finde ich ganz cool und die halten vor allem besser als diese teuren Marken. Wie zum Beispiel Hansaplast. Viel, viel besser. Dann hat Nils noch einmal mitgenommen für sich diese Zwischenzahnbürsten, Säuberer oder wie auch immer man sie nennt. Mal gucken, was er dazu erzählen hat, ob die funktionieren. Ich brauchte einmal neu meine Rasierklingen und da habe ich schon seit über 10 Jahren habe ich diese Gillette-Rasierer. Vorher war das der Spa Breeze. Vorher hieß er ein bisschen anders. Jetzt heißt der Spa Breeze und das sind die mit diesen Rasierkissen auch schon, weil ich immer zu faul bin, irgendwie noch Rasierschaum zu nutzen. Deshalb nehme ich dann gerne die und die funktionieren für mich auch prima. Was auch nicht fehlen durfte für den Haushalt ist das. Da muss ich euch ja nicht erzählen, was das ist. Da nehme ich auch immer die, weil die immer noch eine schöne Farbe machen. Dann einmal frische Wischtücher, die nehme ich immer ganz gerne, weil gerade mit Emma passiert halt hin und wieder irgendwie ein Malheur oder sie isst irgendwas und es kleckert oder es krümelt. Dann gehen die damit immer ganz gut weg und die Sachen und
die haben wir überall liegen, dann ist es halt gleich wieder frisch und lecker. Oder nicht lecker, aber zumindest sauber und genau, funktionieren prima. Und aus der gleichen Reihe nehme ich dann auch gerne diese Bodenwischtücher mit. Damit kann man auch gut den Tisch wischen, dann braucht man nicht drei von den kleinen, sondern nimmt ein großes. Oder aber wirklich, um einmal schnell den Boden so ein bisschen drüber zu fäulen, wenn einfach nur Wasser verschüttet ist oder so. Wo wir gerade von Emma sprechen, durfte natürlich auch nichts fehlen, was für sie wäre. Da haben wir einmal diese Mini-Würstchen mit Salami-Schinken und Leberwurst. Für die würde sie, glaube ich, töten, wenn sie das könnte. Hätte sie Zähne. Findet sie super gut. Und als zweites haben wir einmal diese Kauknochen. Die gehen auch bei ihr immer und kann sie dann abends irgendwie knabbern. Oder wenn wir gerade irgendwie essen, dann hat sie auch ein bisschen was Schönes. Da freut sie sich meistens. So, dann habe ich als nächstes noch zwei Boxen Kosmetiktücher mitgenommen. Die stehen bei uns überall. Bei jedem auf seinem Nachttisch und dann auch nochmal am Sofa, weil braucht man irgendwie auch immer. Dann habe ich einmal Kaugummis mitgenommen. Das sind so meine Nonplusultra-Kaugummis. Und gerade wenn die Uni läuft und ich viel lernen muss zu Hause, dann brauche ich immer so ein bisschen was an Beschäftigung oder ja, was zum Essen. Und damit ich nicht den ganzen Tag nur irgendwelche komischen Sachen snacke, Kaugummi. Dann einmal für die Reisetasche so ungefähr, einmal neue Wattestäbchen, die finde ich ganz cool. Und das einzige dekorative Teil oder dekorative Kosmetikteil, was ich heute mitgenommen habe, ist eine neue Eyeshadow Base. Und zwar habe ich einfach die von Essence mitgenommen, die funktioniert bei mir immer ganz gut. Und ja, das einzige, was schade ist, ist, früher war die deutlich dunkler und jetzt ist sie super hell. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber dafür sieht man halt auch hellere Farben besser. Und dann muss ich einfach so ein bisschen mehr aufpassen, dass ich die nur wirklich da verteile, wo nachher der, ich wollte gerade Nagellack sagen, wo nachher der Lidschatten auch drüber ist. So, ganz zum Schluss haben wir noch Deko mitgenommen. Und zwar zwei kleine Häschen. Die hat Nils gefunden. Einmal so ein bisschen Permutfarben und einmal in rosa. Und die, ja, die changieren auch so süß irgendwie in verschiedenen Farben. Das ist ganz niedlich. Und ich war super überrascht, die kosten jeder nur irgendwie 1,85 und die meiste Deko kaufe ich ja in der Regel von Depot und da wären die kleinen Häschen irgendwie unter 3,95 nicht zu haben. Deshalb habe ich mich da ganz doll drüber gefreut. Und ich habe auch noch ein Teil gefunden, etwas, ja, ein Dekoteil. Das muss ich wahrscheinlich noch einmal ein bisschen putzen, weil da so viele Fingerdatschen drauf sind, und zwar so ein kleines Goldei. Das ist ganz süß. Und das kostet 2,25 und ich glaube, auch dafür hätte ich bei Depot locker 7,95 bezahlt. Das sind ja so ihre Preise, die sie für sowas gerne aufrufen. Deshalb bin ich auch da sehr glücklich drüber. Dann haben wir auch ein bisschen Osterdeko im Flur. So, das war's jetzt auch schon. Jetzt geht's ans Wegräumen. Wir haben ja vorhin uns die Kräuter gekauft und jetzt sollen die nochmal schnell in den Balkonkasten, bevor es spät wird, damit ich sie auch einmal gießen kann. Und sie jetzt ab morgen dann oder ab heute Abend noch auf unserem Balkon schön blühen können. Was ich vielleicht dazu sagen sollte ist, A, ich habe keinen grünen Daumen, zweitens, ich habe keine Ahnung, was ich tue und drittens, meine Oma sagt immer, teilen, teilen, teilen. Also muss ich die Dinger auch noch irgendwie teilen. Zur Auswahl haben wir Schnittlauch, Basilikum, Petersilie und zweimal Waldmeister, womit ich auch noch nicht weiß, was ich damit anfangen soll, aber ich wollte ihn haben. Mir leid. Ich finde es nicht würdig, deine Enkelin zu sein. Oma, ich bin Einzelkind, ich teile nicht. Opfer muss jeder bringen. Aber wir sind alle drin gelandet, versprochen. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen zerstrubbelt, denn ich habe mich gerade abgeschminkt und für mich geht es jetzt nochmal auf die Matte. Ich werde ein kleines Homeworkout machen. Und danach geht's aufs Sofa, aber nicht zum Entspannen, sondern dann steht noch mal ein bisschen Unikram an. Denn wir sind jetzt seit Anfang der Woche auch wieder mit unserem Semester gestartet, aber im Homeoffice. Und das ist einerseits gut, andererseits nicht so cool.
Aber das Positive daran ist, dass ich mir meine Zeit jetzt selber einteilen kann und dann muss es halt auch abends nochmal sein, dass ich mich ransetze. Aber mit genug Disziplin geht das. Und genau, das ist eh nochmal so ein Thema mit Homeoffice als Student, was ich nochmal mit euch besprechen wollte. Aber ich denke, das machen wir genüsslich an einem anderen Tag. Gemacht bei Gimondo. Das mache ich jetzt seit 7 Wochen, glaube ich. Jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde. Und es tut mir richtig gut. Ich war vorher immer die Couch Potato. Aber das ist echt geil, dieses Gefühl, was geschafft zu haben. Und ich habe jetzt so ein Programm gemacht, wie nennt sich das? Von den Harrisons. Das sind 20 Minuten und 200 Kalorien. Also es ist nicht so viel Zeit, aber ja, effektiv. Und jetzt werde ich, gleich erst einmal duschen gehen. Und jetzt ist schon so lieb und macht Essen. Gibt heute ein bisschen Schwarzbrot und ja, normales Abendbrot, nichts groß Aufregendes. Aber jetzt gehe ich erstmal duschen.